Und die Maschine, wenn die programmiert ist, die arbeitet 24/7. Keine Diskussion mit der Familie, keine Diskussion mit Urlaub, keine Lohndiskussionen. Die arbeitet einfach. Fantastisch. Das ist meine Lieblingsmaschine. Wie oft hat man schon die Gelegenheit, eine Formel 1 Fabrik von innen zu sehen? Wir haben sie heute. Und zwar schauen wir uns die Fabrikshallen von AlphaTauri in Faenza an. Die seht ihr da schon hinter mir. Und jetzt gehen wir da mal rein. Wir gehen da in einer speziellen Richtung. Ich zeige euch dann alles genau. Wir kommen hier wieder zurück. Du sagst uns, wenn wir abdrehen müssen, ja? Ja, ja. Kommt einfach mit. Ihr hört es schon von Franz Toast, dem Teamchef von AlphaTauri. Wir durften auf unserer Tour nicht überall filmen. Das ist in so einer Formel-1-Fabrik ganz normal. Da unterliegen manche Bereiche auch einer strengen Geheimhaltung. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass ich 2013 mal bei Mercedes in der Motorenfabrik in Brixworth zu Gast war. Da waren die Vorschriften sogar noch um einiges strenger. Ich erinnere mich dran, wir mussten unsere Handys abgeben und in so Plastiktüten stecken. Und das bekam man tatsächlich erst zurück, nachdem die Tour beendet war. Bei AlphaTauri war es ein bisschen lockerer, das meiste durften wir auch filmen, einiges aber auch nicht. Zum Beispiel lag vor uns ausgebreitet das Update, das vor dem Grand Prix von Imola gerade eingeführt wurde mit einem brandneuen Unterboden. Das sind natürlich Bilder, die wir euch in diesem Video nicht zeigen dürfen. Am Beginn unserer Tour, da hat uns Franz erstmal erklärt, wie so ein Formel 1 Auto eigentlich entsteht, was die wichtigsten Komponenten sind und welche Abteilungen welche Teile produzieren. Die Abteilungen, die gehen wir jetzt gemeinsam mit Franz Toast so durch, wie die Formel 1 Teile auch ihren Weg durch die Fabrik machen. Also wir beginnen beim Design Office, wo die Teile von den Ingenieuren überwiegend auf Computern gezeichnet werden und gehen dann Abteilung für Abteilung durch, bis die Autos am Ende im Truck landen. Das ist also das Design Office. Das sind verschiedene Gruppen unterteilt. Ganz vorne sind ein paar Leute, die für CFD hier auch arbeiten. Dann haben wir die Vehicle Performance Gruppe. Und dann haben wir hier die Gruppe, die verantwortlich ist fürs Bodywork. Dann haben wir... Kleine Randnotiz übrigens, die Dame, die ihr hier mit dem roten Pfeil markiert seht, das ist übrigens Fabiana Valenti, die Pressesprecherin von AlphaTauri, die uns auf unserer Tour begleitet hat. Die Systemgruppe da hinten, dann haben wir Getriebe, Hydraulik, Aufhängungsgruppe. Ja. Da sind wir mit Pista verbunden, mit dem Windkanal. Es ist also live. Sie sehen uns, wir sehen Sie. Wenn ihr euch wundert, Pista, das ist in England und nicht in Italien, also ganz schön weit weg von der AlphaTauri Fabrik in Faenza. Dort in England steht aber der Windkanal von Red Bull Technology, den AlphaTauri nutzt, weil man in Faenza eben keinen eigenen Windkanal hat. Franz, wie viel Personal habt ihr insgesamt hier an Faenza? Es sind ja mehrere Standorte eigentlich, oder? So wie ich das gesehen habe, von draußen sind es. Ihr redet von allen auch, was England betrifft. Ja. Das kommt darauf an, in der Peak Period. Das heißt also, das ist Dezember, Jänner, Februar, da kann schon sein, dass wir auf die 450 Leute kommen und normalerweise während des Jahres um die 380. Mhm. Ja. Das heißt, das sind dann Leasingarbeiter oder externe Contractors? Mhm. Das sind wir Contractors. Mhm. Ja, das sind also Arbeiter, die dann immer wieder einmal kommen, wenn wir sie einmal schnell brauchen. Und die bekommen wir von Agenturen. Mhm. Also die erste Möglichkeit ist Einkauf. Jetzt gehen wir mal davor, wo der Einkauf ist. Da werden also alle Teile, die wir nicht in-house produzieren, werden dort geordert. Das heißt, das sind klassische Betriebswirte dann im Endeffekt, oder? Oder Kaufleute? Ja, ja, das sind Kaufleute. Die sind da drinnen. Ja. Das ist also das Büro, wo die dann Einkauf machen. Das sind jetzt manche bei Meetings. Dann hier, ganz wichtig, ist die IT-Abteilung. Ja, buongiorno. Die IT-Abteilung, da sind jetzt viele unterwegs, also beziehungsweise in Imola. 16 Leute herinnen, ja, und ist ganz, ganz entscheidend. Den Operations Room muss ich euch noch zeigen, ja?
Der nächste Halt unserer Tour ist der Operation Room und wahrscheinlich einer der sagenumwobensten Räume einer jeden Formel 1 Fabrik. Das ist der Raum, wo die Strategien entwickelt werden. Zu Hause in der Fabrik, wo es eine virtuelle Verbindung gibt mit der Rennstrecke, mit allen Daten, die die Ingenieure an der Rennstrecke auch haben. Wir sehen den Operations Room am Mittwoch vor dem Formel 1 Rennwochenende im April 2022 in Imola. Und am Mittwoch bringt es das so mit sich, dass gerade kein freies Training und kein Rennen stattfindet. Deswegen sitzt da auch nur ein einziger Ingenieur drin und es herrscht ansonsten gähnende Leere. Die Ingenieure, die da sitzen, die erhalten die Daten der Autos an der Rennstrecke, wenn sie gerade im Betrieb sind. Die schauen sich verschiedene Strategieideen an, hören den Boxenfunk der anderen Teams ab und so weiter und geben dann, wenn sie meinen, Leute, wir sind da gerade auf einer falschen Strategie im Rennen, geben sie auch ihre Strategieideen, die sie selbst hier durchrechnen, direkt an die Rennstrecke weiter. Und das kann dann den Unterschied machen, dass Pierre Gasly vielleicht am Ende eines Rennens doch nochmal an die Box kommt, weil die Ingenieure in diesem Operations Room diese Idee entwickelt haben. Das heißt also, hier sitzen dann die Techniker beim freien Training, beim Qualifying und beim Rennen logischerweise und geben uns Informationen raus zur Strecke. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die haben eine genaue Aufgabenzuteilung. Da ist also einer zuständig für die Reifen, Reifentemperatur, Reifendruck, Reifenverschleiß und so weiter. Andere beobachten die Gegner, unsere unmittelbaren Gegner. Wieder andere sind für Power und so weiter zuständig. Und die senden uns Informationen raus zur Strecke an die Pitwall, die wir dann dort entsprechend verarbeiten können. Also ganz, ganz wichtig hat jedes Team. Und weil wir alle wissen, dass von der Operational Seite nur 60 Leute auf der Rennstrecke erlaubt sind und deshalb haben eben die Teams dann diese Lösung gesucht und gefunden, dass diese Techniker dann zu Hause sind und uns mit Informationen draußen an der Strecke beliefern. Wir haben also um die 14, 15 Leute, die hier hängen sind, ja, die bei der Strategie helfen. Wie gesagt, da hat jeder eine Funktion. Ja, da gibt es also Ingenieure, wie ich es vorher gesagt habe, den Reifendruck beobachtet, der die Reifentemperatur beobachtet, der den Reifenverschleiß beobachtet, der das Körnering beobachtet, ja, also das Graining und so weiter und so fort. Also ja. Ich merke es bei uns, wenn die Informationen rauskommen, dass das dann richtig gebündelt wird und dass dann entsprechend auch reagiert wird, das ist natürlich auch, das nimmt Zeit in Anspruch und ist eine Aufgabe. Franz, jetzt sitzt hier ein Kollege. Ja. Was macht der, wenn gerade kein Rennen oder kein Test ist? Facebook oder? Der ist IT. Okay. Der ist von der IT-Abteilung, ja. Aber wir können ihn gleich schnell fragen. Ja. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe gerade vorher gesagt, dass IT so wichtig ist und da ist sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund, die getätigt werden muss. Und hier wird jetzt gerade alles vorbereitet für das erste freie Training in Imola, dann natürlich auch für das zweite freie Training bzw. für das Qualifying, wir haben ja das Sprintrennen dort, ja, und für alle Sessions dann dort, FP2 und FP3 und dann eben für das Rennen. Und das muss im Vorfeld dann immer entsprechend auch eingestellt werden und unmittelbar nach dem Imola-Rennen haben wir am Dienstag und am Mittwoch Simulator-Sessions in Milton Keynes und das muss auch jetzt bereits vorbereitet werden, ja, damit dann wirklich, wenn die entweder das Training oder Simulator, wenn der Start, dass das wirklich alles funktioniert, das muss immer wieder, sagen wir mal, neu abgestimmt werden. Mhm. Und das macht er jetzt gerade. Und Franz, eine Detailfrage noch. Wir sehen hier diese Paneele unter den Monitoren. Die erinnern ja stark an das, was ihr in der Pitwall habt. Das ist für eine Funkverbindung. Ja, ja. Okay, das heißt, da steht irgendwo dann ein Knöpfchen, Franz Toast, ja, genau. Und dann kann dir wer was durchgeben. Genau. Schau, so schaut das aus. Das ist, in dem Fall sind da jetzt Fahrer und so weiter drauf. Und das heißt, da wo er Boxenfunk abhört von anderen. Zum Beispiel Hamilton, Sainz, Russell, Leclerc und so weiter. Ja. Mhm. Und hier sitzen dann, weil zum Beispiel am Boxenfunk abhören, das kann ja theoretisch jeder. Ja, ja. Habt ihr dann da Studenten oder sind das Mitarbeiter von anderen Abteilungen, die da am Wochenende reinkommen und
Nein, 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 das sind keine Studenten, das sind Mitarbeiter von uns. Okay. Das sind immer die, es machen immer dieselben Leute denselben Job. Okay. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten, bis da wieder neue Instruktionen erteilt werden, das ist alles viel zu komplex und zu aufwendig, als dass man da schnell einmal irgendjemanden reinholt. Das heißt, krank werden ist nicht. Was ist das bitte? Krank? Krank werden nur die alten Leute und da sind nur junge Leute. Und du? Außer ich. Dazu passend fällt uns übrigens eine Stelle aus unserem legendären Olivenöl-Interview mit Franz Toast ein, das wir an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz einspielen können. Ich hab letzte Woche eine Diskussion gehabt mit unserem Teammanager, weil die haben es jetzt echt geschafft, dass wir am Donnerstag um 19 Uhr oder um 19.30 Uhr die Strecke verlassen müssen. Obwohl da normalerweise das Abendessen angesetzt ist. Ja? Na, ich sage, sag einmal, seid ihr eigentlich alle komplett deppert? Da frage ich mich doch, hey, ich kenne die Formel 1. Da hast du jeden Tag einen Motor gewechselt. Da hast du einen Freitagmotor gehabt, einen Quali-Motor gehabt und einen Rennmotor gehabt. Da bist du keinen Tag vor 2 in der Früh oder 1 Uhr ins Bett. Du bist schon um 6 Uhr wieder aufgestanden. Gut, wir wollen euch in diesem Video ja nicht das Interview mit Franz Toast zeigen, sondern die Fabrikstour mit Franz Toast durch die AlphaTauri-Fabrik in Faenza. Also machen wir jetzt auch genau damit weiter. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Einmal Daumen hoch, wenn dir das Video bisher gefällt und gern den Link zum YouTube-Video auf Facebook, Twitter oder auf welchen Social-Media-Plattformen ihr euch auch so rumtreibt, mit euren Freunden teilen. Das hilft uns sehr. Vielen Dank dafür. So, gut. Jetzt gehen wir in die Produktion. Das ist übrigens, das ist die Gasly-Stiege. Ja, wir haben zwei Stiegen hier. Die Vettel-Stiege und die Gasly-Stiege. Und das hier ist die Gasly-Stiege. Ja. Es gibt keine Verstappen-Stiege. Nein, der hat auch nicht gewonnen für uns. Der ist ein Rennen zu früh weggegangen. Das ist der sogenannte Model-Shop. Da werden also die Materialien für die Modelle zugeschnitten. Ja. Ihr seht, das sind also verschiedene Materialien. Hier haben wir zum Beispiel Carbonplatten. Ja. Seht ihr verschiedene Stärken. Ja. 18, 20 und so weiter. 27 mm. Ja. Und diese Teile werden hier zugeschnitten. Die werden hier zusammengeklebt, wie auch immer. Und dann kommen sie raus im Maschinenshop. Ihr müsst euch das so vorstellen, zuerst musst du das Modell machen, dann machst du die Form und dann kannst du das Teil machen. Ja. Das heißt, was mache ich mit den fertigen Carbonplatten hier? Ist das quasi Rohstoff? Nein, das ist kein Rohstoff, das sind die fertigen Carbonplatten. Zeige ich euch dann auch, sagen wir sicher was draußen. Da werden Teile rausgefräst, zugeschnitten, wie auch immer, die sehr, sehr starken Kräften ausgesetzt sind. Zum Beispiel die Inserts im Monocoque. Ja. Die wird aus diesem Material gemacht. Ja. Die kommen innen rein, die werden im Monocoque verklebt und dann werden die Gewinde reingeschnitten und dann kommen die Bolzen rein. Mhm. Ja. So, da seht ihr jetzt zum Beispiel, wie so ein Modell ausgefräst wird. Ja. Das wird einmal ein Teil vom Präktakt. Franz, wenn du so Papiere in die Hand nimmst wie vorher gerade, verstehst du immer alles, was da drauf ist? Oder ist das schon zu spezifisch, dass du das nicht mehr alles hast? Also, ich würde mal sagen, zu 90% verstehe ich es. Ja. Weil ich kenne die Kürzel hier. Und dadurch, dass ich die Kürzel kenne, kann ich es natürlich dann auch entsprechend umsetzen. Ja. So, also wie gesagt, hier ist Modellbau. Das ist meine zweite Lieblingsmaschine, der 3D-Printer. Da tue ich einfach das Pulver, das Carbonpulver kommt da rein und dann kommt das fertige Teil raus. Was ist das zum Beispiel? Das kann ich da nicht sagen, das weiß ich nicht. Na, das sind die 10%. Schau, das ist auf der rechten Seite für einen Sensor, da kommt ein Sensor rein für die Bodenhöhe. Das ist was zum Testen.
Wir machen auch Teile dafür im Windkanal. Das sind zum Beispiel Teile vom Frontflügel. Das ist beim Auto selbst drinnen, war früher mal drinnen vorne bei der Nase, jetzt nicht mehr. Und wenn jetzt Zeug aus dem 3D-Drucker kommt, ist das alles das gleiche Material oder kann man das Material auch verändern durch den Rohstoff? Bei dem 3D-Drucker nicht, aber wir haben jetzt einen neuen 3D-Drucker im anderen Gebäude, da können wir Aluminium und Titanium machen. Okay. Ja. Weißt du ungefähr, was so ein Drucker kostet, wie der da steht? Ja, wir haben da einen speziellen Deal mit der Firma ausgemacht, ja. Aber muss man schon so rechnen, ja, je nachdem 70.000, 80.000 Euro. Aber wir haben da einen Spezialdeal bekommen. Da sehe ich jetzt zum Beispiel, diese Carbon. Ja. Siehst du das? Da werden Carbon-Teile gemacht. Und dann kommen wir zu meiner Lieblingsmaschine. Das sind die Techniker, die Maschinen programmieren. Das heißt, es ist nicht so, dass die Maschine da reingestellt wird und die funktioniert, sondern die muss laufend kalibriert werden oder auf neue Teile eingestellt. Bei der nicht. Ja, ja. Also das Programm, das muss bei jeder Maschine eingeben werden. Ja, aber dann, wenn es einmal eingeben ist, läuft sie. Okay. So, das ist meine Lieblingsmaschine da. Für hier ein Bearbeitungszentrum. Die macht super schöne Teile. Schaut euch das einmal an. Das sind Kunstwerke. Da könntest du Schmuck für deine Frau produzieren lassen, oder? Ja, exactly. Da ist der Roboter. Und die Maschine, wenn die programmiert ist, die arbeitet 24/7. Keine Diskussion mit der Familie, keine Diskussion mit Urlaub, keine Lohndiskussionen. Die arbeitet einfach. Fantastisch, das ist meine Lieblingsmaschine. Eine Zwischenfrage, wie viele Tage hast du Krankenstand gehabt, seit du Teamchef bist hier? Was? Krankenstand, warst du schon einmal? Was ist das? Noch nie. Nein. Ich bin jetzt über 40 Jahre im Berufsleben, ich war nicht einen Tag krank. Kannst du bei der Gebietskrankenkasse nachfragen. Jetzt, wenn die Teile da jetzt produziert sind, dann haben wir hier eine Qualitätskontrolle. Ja. Kannst du vielleicht zwischendurch, weil ich das gerade gefilmt habe, zu dem Sicherungssystem was sagen, wie das funktioniert? Das System funktioniert also folgendermaßen, dass die Türe also geschlossen ist und da haben nur gewisse Leute Zutritt. Also ich habe dann Zutritt und die da drinnen arbeiten. Das heißt, Fabiana, Team PA, dürfte hier ohne dich nicht rein? Die kommt da nicht rein. Okay. Ja, die hat da keinen Zutritt. Ja, da bitte keine Fotos mehr. Also was ihr da jetzt seht, ist zum Beispiel ein Fahrarm. Der kann dann da mit einem Laserstrahl das abfahren, vergleicht es mit der Zeichnung und dann sieht er die Abweichung. Schaut also folgendermaßen aus. So, warum wir euch das so genau zeigen, ihr erinnert euch zurück an den September 2020. Damals hieß das heutige Aston Martin Team noch Racing Point und war pink und es gab damals eine Beanstandung des Renault Teams gegenüber Racing Point, weil man nämlich gesagt hat, okay, diese Brake Ducts, die Racing Point hatte, die waren möglicherweise illegal von Mercedes kopiert. Racing Point wurde damals mit 15 Punkten Strafe in der Konstrukteurs-WM und 400.000 Euro belegt, weil man gesagt hat, okay, wir glauben euch nicht, das Märchen, das Racing Point aufgetischt hat, im Sinne von Reverse Engineering. Racing Point hatte damals nämlich behauptet, okay, wir haben uns den Mercedes ganz genau angeschaut, haben Fotografien gemacht und haben dann in unseren Zeichenbüros einige Teile dieses Autos kopiert, aber ganz legal und nicht mit einem Laserscanner, so wie wir ihn hier sehen. Viele Ingenieure haben damals hinter vorgehaltener Hand gesagt, so Brake Ducts, die kann man aber nicht einfach auf Basis von Reverse Engineering nachbauen, dafür muss man schon einen Laserscanner haben. Racing Point, wie gesagt, wurde damals tatsächlich schuldig gesprochen, von Mercedes kopiert zu haben. Das ist jetzt die Technik, die dahinter steht. Habt ihr das auch mal gesehen? Das heißt, das sind zum Beispiel die Laser, mit denen unterstellt worden ist, dass Racing Point die Brake Ducts gescannt hat. Das wäre so ein Teil. Würde man das unterstellen? Das weiß ich nicht, ich war da nicht dabei. Nein, schon, aber das würde man mit genau sowas machen. Und hier, wie gesagt, kommen alle Teile rein und da werden dann alle Teile qualitätskontrolliert, also auch solche Leitungen. Hier zum Beispiel, ja. Dann seht ihr hier auch zum Beispiel, jedes Teil ist mit einer
Produktionsnummer versehen und jedes Teil, das ist ganz wichtig, weil da geht es um die Laufleistung. Die Laufleistung auch von solchen, das ist eine Carbon-Leitung, sind genau definiert und kommt jetzt darauf an, nach 2000 Kilometern oder sowas muss das ausgetauscht werden, ja? Zum Beispiel. Ja. Hat sich da was verändert, Franz, zum Beispiel, wenn man sagt, die Laufleistung von Carbon-Teilen, weil man sagt, man möchte sparen durchs Cap oder haben Sie da die Werte, wenn du sagst 2000 Kilometer für die Nein, Leitung, sagt man, jetzt machen wir 2,5, damit wir Geld sparen. Ja, das Risiko ist sehr groß. Ja, also die Diskussion haben wir gerade gestern gehabt, ja, weil mit dem Cost-Cap, das wird also für alle Teams schon eine sehr enge Angelegenheit. Und da versucht man dann natürlich schon überall zu sparen und teilweise auch Laufleistungen zu verlängern. Aber das kommt davon auf welche Teile. Ja. Jetzt kann man hergehen und sagen, ja, so eine, das ist eine Wasserleitung, ja, die kann man jetzt da verlängern. Aber was ist, wenn dann zum Beispiel ein Riss drinnen ist oder was? Nach meinetwegen, du hast eine definierte Laufleistung von 1000 Kilometern, um ein Beispiel zu nennen. Dann sagst du, du verlängerst auf 1500 oder 1200 und plötzlich nach 1100 bildet sich ein Riss drin. Warum? Das ist ein Formel 1 Auto. Da sind sehr hohe Temperaturen, da sind Oscillations, also Schwingungen und so weiter und so fort. Ja. Und das muss man einfach berücksichtigen. Die definierte Laufleistung ist ja berechnet. Das heißt, die Techniker berechnen, wie lange das Teil hält. Und wenn du dann diese Laufleistung verlängerst, hast du das Risiko, dass das Teil kaputt geht und dass du ausscheidest. Dann kannst du ausrechnen, wo ist da die Balance, was machst du. Also ich bin prinzipiell gegen eine Verlängerung der Laufleistung. Warum? Weil das, wie gesagt, berechnet wurde und weil es ein wahnsinniger Risikofaktor ist, dass du das Ziel nicht siehst oder noch schlimmer, dass du auch einen Unfall hast. Das ist die Research and Development Abteilung. Da werden zum Beispiel Dreieckslenker eingespannt, die dann auf einen Fatigue-Test ausgesetzt werden, das heißt einen Belastungstest. Teilweise werden Teile auch hier absichtlich gebrochen. Ja. Dann hier setzt eine Vorrichtung, wo zum Beispiel, ja, wo, damit man dann sieht auch, ob die Sollbruchstellen wirklich da sind, wo sie berechnet wurden. Das ist zum Beispiel eine Vorrichtung, wo wir den Unterboden testen, damit er den FIA-Normen entspricht und damit auch die Verbiegung und alles genauso passt, wie es vorgeschrieben ist. Da werden die ganzen Tests gemacht für die FIA. Ja. Da sechs gerade eine Nase eingespannt. Ja. Da werden diese ganzen Tests gemacht. Hier. Das heißt aber nicht die eigentlichen FIA-Tests, weil die werden ja irgendwo in England gemacht, richtig? Das sind unsere privaten Tests. Sozusagen. Das sind unsere Vortests, weil bevor so eine Nase dann zum Beispiel zu einem Crashtest kommt, machen wir hier Minimum 5 bis 7 Tests von unserer Seite. Und erst wenn wir den bestehen, dann gehen wir zum FIA-Crashtest. Ciao, was kostet ein FIA-Crashtest? Muss man den zahlen? Ja, ja. Der FIA-Crashtest, der kostet nicht so viel, es sind ein paar hundert Euro, aber die Nasen kostet viel. Aha, die man ja zerstört, logischerweise. Ja, die man zerstört, da bist du dann gleich einmal 20.000 Euro los. Ja. Aber das Material bekommt ihr zurück, um zum Beispiel strukturell zu untersuchen, warum klar, ist die gebrochen alles oder so. Zurück, ja. Haben wir jetzt, warte mal, wenn du Glück hast, nein, ist nichts da. Ist nichts mehr da. Haben wir normal immer da, weil das müssen wir dann untersuchen. Was haben wir da für ein High-Performance-Hightech-Gerät, Franz? Das ist nichts anderes als wie ein Staubsauger. Und jetzt gehen wir in die Kunststoffproduktion. Das war jetzt der mechanische Teil, jetzt gehen wir in die Kunststoffproduktion. Das ist der sogenannte Lamination Room, Clean Room. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Ja, Fakt ist, das ist der Raum, wo die ganzen Kunststoffteile hergestellt werden. Und was man da sieht, fürs erste Mal da vorne ist die Tafel, wo genau draufsteht, wann welches Teil produziert wird und wann es auch fertig werden muss, weil drunten wartet dann die Gruppe für die Autoklaven.
Und dann seht ihr da, jeder hat einen eigenen Bildschirm. Das heißt, da wird genau dargestellt, wie die Materialien eingelegt werden müssen, in welchem Winkel. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Bildschirme sind direkt verbunden mit dem Design Office. Das heißt, wenn es da jetzt zum Beispiel irgendeine Änderung gibt, dann kommt es sofort daher. Früher hat es manchmal länger gedauert. Da war es teils schon am Autoklaven, bis da irgendein Zettelwerk hergekommen ist, zu sagen, dass man das ändern muss. Ja, das geht also jetzt alles automatisch und sehr schnell. Ja, also, wie gesagt, das ist der Lamination Room. Ja. Und was ihr da seht, die machen nur gerade Break-Ducts. Ja, a never-ending story. Ich habe gehofft, dass die Break-Ducts mit dem neuen Reglement einfacher werden. Die sind noch komplizierter geworden und noch teurer. Warum hast du das gehofft? Weil das für mich Geld beim Fenster rausgeschmissen wird. Da seht ihr, dass zum Beispiel dieses Teil hier, das wird Vakuum gesaugt. Ja? Bei dem und rosa. Ja, das rosa. Und dann kommt die, da seht ihr unten drinnen das Vlies, das ist weiß, das weiße Material. Ja. Das ist dazu da, dass von dem Faserverbund Material, also das UD in dem Fall, ja, dass da nicht das Harz rausgesaugt wird, sondern dass das wirklich drinnen bleibt. Und dann kommt die Folie drüber und dann wird Vakuum gesaugt. Das ist ganz wichtig, dass da zwischen den Lagen, die da drinnen sind, dass da ja nie Luft drinnen ist. Aber wenn da Luft drinnen ist, und da müsst ihr euch vorstellen, Formel 1 Auto, hohe Belastungen, Vibrationen, ja, dann deliminiert das und dann bricht das Teil. Ja. Da darf immer nur eine Tür offen sein. Ja. Jetzt ist da sofort überall rot. Sechs. Ja, wenn ihr da reingeht, ja, ihr müsst schneller gehen, weil das schließt. Ja. Wenn ihr da reingeht, dann merkt ihr, es ist kühler und es ist ein Unterdruck hier. Und dann seht ihr hier die weiße Matte, das ist das Vlies. Und das Vlies kommt übers Teil drüber und dann kommt die Folie und dann wird Vakuum gesaugt. Und dann seht ihr da, ist die Anzeige mit Darf Namen. Das zeigen? Ja, ja. Mit Namen, wann das Teil dann fertig wird für den Autoklaven. Mit roten Umrandungen. Wenn das heißt, das ist im Wesentlichen der Update-Plan, könnte man sagen. Updates-Plan, ja. Ja, der Aber dass wir nur kurz sind, wissen wir eh nichts. Ja, ja. Okay. So, an der Stelle müssen wir mal um euer Verständnis bitten. Ihr seht schon, wir haben gefilmt mit unseren Smartphones, ganz einfach, weil unsere budgetären Mittel, unser Kanal ist ja noch relativ klein, weil die relativ beschränkt sind. Das heißt, wir haben nicht die TV-Kameras und das Equipment, mit dem die Kollegen von Sky Deutschland zum Beispiel in so eine Fabrikstour reinmarschieren würden. Wir tun aber mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stellen, unser Bestes. Und wenn ihr mithelfen wollt, dass das in Zukunft noch ein bisschen besser wird, was wir als unser Bestes verstehen, dann schreibt uns doch einen Kommentar mit Feedback, was euch gefällt und was euch nicht gut gefällt. Und ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr einmal den Daumen hoch da lässt und vielleicht sogar noch den Kanal abonniert, wenn euch unsere Inhalte gefallen. Denn wenn ihr einen Kanal abonniert und auch noch auf die Glocke drauf drückt, dann verpasst ihr auch in Zukunft kein neues Video mehr. Das ist der Backofen sozusagen, würde man sagen. Das ist der Backofen, genau. Ja. Franz, für die Laien unter unseren Zuschauern, warum sagt man Backofen dazu? Das ist der große Autoklav, große Backofen. Der mittlere und dann haben wir da noch zwei kleine. Was geschieht jetzt da? Fürs Erste seht ihr innen drinnen, ihr müsst weiter hergehen, seht ihr diese Leitungen. Das ist fürs Vakuumsaugen. Es wird also während des Backvorgangs wird auch Vakuum gesaugt. Dann ist das rund. Warum? Da kommt Druck von außen noch zusätzlich dazu. Und dann wird das einzelne Teil entsprechend gebacken. Das heißt, es kommt aufs Material drauf an. Das kann sein 20 Minuten, 30 Grad, 40 Minuten, 60 Grad und so weiter. Es geht hoch, kommt drauf an, welches Material verwendet wird, 100, 120 Grad, was auch immer. Und dann wieder langsam runter, dann wartet man ein bisschen und dann kommt das Teil raus und wird dann entformt. So nennt man das, ja. Und da gibt es zu jedem Backvorgang gibt's ein genaues Protokoll, weil es ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass A,
das Vakuum funktioniert hat, weil wenn da Luft reinkommt, kannst du das Teil wegschmeißen, das ist sinnlos. Und dass auch die ganzen Temperaturzyklen funktionierten, wie man es eben vorgegeben hat. Ja? Der eine oder andere von euch, der sich nicht so intensiv mit Formel 1 beschäftigt, der wird sich jetzt fragen, was ist so ein Backofen oder ein Autoklav eigentlich? Und dazu lese ich einfach mal Wikipedia vor. Darin heißt es, ein Autoklav ist ein gasdicht verschließbarer Druckbehälter, der für die thermische Behandlung von Stoffen im Überdruckbereich eingesetzt wird und weiter. Autoklaven werden zum Sterilisieren, zum Aushärten von Baustoffen, zum Vulkanisieren von Reifen und Gurtbändern sowie zum Verpressen von Faserverbundwerkstoffen verwendet und kommen somit in der Medizintechnik, in der Lebensmitteltechnik, in der Biologie, Glasindustrie, Luftfahrtindustrie, in Steinfabriken und Vulkanisierbetrieben zum Einsatz. Und eben auch in Formel-1-Fabriken. Vereinfacht gesagt, kommen da die Carbon-Teile rein und werden ausgehärtet. Dann werden die Teile entformt. Das ist also diese Folie. Da kommt hin. Genau. Da ist das Glied. Und das ist alles verschraubt. Und das wird jetzt entformt. Ja? Das tut er da die Schrauben raus und dann nimmt er das auseinander und dann ist das Teil da drinnen und das Teil kommt dann raus, wird dann bearbeitet. Wird dann bearbeitet und ja. Okay, da jetzt bitte keine Fotos, da ist jetzt ein Unterboden, ja, der vorbereitet wird. Wir kommen dann da rein und werden da geschliffen. Das heißt, die Oberflächen geglättet und so, solche Geschichten, ja, oder was meinst du? Abgeschliffen, abgeschnitten, je nachdem, weil die Teile, die von der Form rauskommen, die sind dann nicht so fertig, dass man sie direkt einbauen muss. Mhm. Die werden dann zugeschnitten, geschliffen, Löcher gebohrt und so weiter. Das geschieht alles da. Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn du was aus einer Form rausnimmst, dass du einfach so eine kleine Fuge ist quasi außen von der Form, wo die ja, nicht genau. Ganz die solche Geschichten. Das kommt weg. Okay. Genau. So, und dann kommen die Teile daher, das ist jetzt zum Beispiel, da bitte nicht filmen. Ja. Franz, wie hoch ist der Anteil von Berufen, von wie viele Leute habt ihr, hast du gesagt vorher? Es kommt davon, von welcher Zeitspanne, so um die 400. 400 ungefähr. Wie hoch ist da der Anteil, weil ich jetzt einmal so Folien zurechtschneiden, da brauchst du keine wahnsinnig Ingenieursausbildung dafür. Gar nicht. Wie hoch ist der Anteil von den Berufen, wo du sagst, das muss ein Top-Level-Engineer sein? 30%, 30-40%. Okay. Ja, also du brauchst schon Drawing Office. Ah, das ist jetzt die Vettelstiege. Die Vettelstiege, die gibt es seit 2012. Und wir haben damals gesagt, die Stiege, die wird dem Sieger gewidmet vom Rennen in Monza. Und das war der Sebastian 2008, als er sein erstes Rennen mit uns gewonnen hat. Und deshalb haben wir hier sozusagen, lassen wir das alles ein bisschen Revue passieren, auch als Motivationsgründen für die Mitarbeiter. Und hier sehen wir auch das Modell. Das ist ein 25% Modell, das ist auch das Originalmodell vom Windkanal. Ja. Entschuldigung, 50%. 50% mit 25. Der Bär hat dann den zweiten Sieg gefeiert, deshalb ist das dann die Bärstiege drüben. Ja? Und ist kein Problem, ich habe Ideen für andere Stiegen, also an dem soll es nicht liegen. Jetzt haben wir die Carbon-Teile fertig, jetzt gehen wir in die Carbon-Qualitätskontrolle. Also Bodywork-Qualitätskontrolle oder Verkleidungs-Qualitätskontrolle. Was ihr hier seht auf der rechten Seite, das ist die Elektronikabteilung, da werden also Kabelbäume gefertigt, ja. Sensoren angebracht, das geschieht alles da. Ja. Ja, Max, er wartet noch auf seine Stiege. Kriegt er die, wenn er nur einmal Weltmeister wird? Mal schauen. Ach, ein Organigramm an der Wand. Ja, das ist ein Organigramm. Franz, wenn ich darüber nachdenke, wie oft das bei uns wechselt, wird das doch jede Woche einmal neu gemacht, oder? Nein, die Fluktuation soll nicht so hoch sein. Ja, das wird also schon geändert, aber nicht jetzt. Aber warum gerade Senna-Team und Prost-Team? Weil die beide schnell waren. Das ist im Windkanal. Die haben diese Bezeichnungen. Die haben es selbst entschieden, oder? Ja, ja.
als Motivationsspritze. Nein, das haben die Fangio, Fangio, Senna, Prost. Da haben wir 5 und 9, 12 Weltmeistertitel. Ascari, ja, da haben wir ein paar Weltmeistertitel beisammen, mit nur 4 Fahrern. Das ist die Abteilung für Sicherheit, Safety und Gesundheit. Ja. Also Covid-19 Delegate sozusagen. Da erinnern, ja, das ist die Covid-19-Abteilung. Ja, also da hinten haben wir dann unsere PCR-Tests und so weiter. Da sind die Formulare zum Unterschreiben. Das ist also die Health- und Safety-Abteilung. Ja. Ihr habt sicher schon das ganze Video lang bemerkt, dass wir die ganze Zeit Maske tragen. Dazu muss man ein bisschen ausholen und erklären. Unsere Tour mit Franz Tost bei AlphaTauri in Faenza hat stattgefunden am Mittwoch vor dem Rennwochenende in Imola. Das ist ganz in der Nähe von Faenza. Und da waren die Covid-Bestimmungen noch ziemlich viel strenger, als das heute in Deutschland der Fall ist. Unseren Kollegen Ole Karpov zum Beispiel, der mit einer zweiten Kamera gefilmt hat, den hätten die Empfangsdamen bei AlphaTauri beinahe gar nicht reingelassen, weil er zwar in Deutschland noch den grünen Pass hatte, seine letzte Impfung aber schon länger als 6 Monate zurücklag. In Deutschland galt zu dem Zeitpunkt ja 9 Monate für den grünen Pass. In Italien waren es aber nur 6 Monate nach der Impfung. Wir haben dann einen Test gemacht für Oleg, er war negativ und kam dann trotzdem noch in die Fabrik rein, aber man sieht schon, das hat Spuren hinterlassen. Das ist die Hydraulik. Hydraulikabteilung da hinten. Ja, das ist also der Cleanroom, Hydraulik. Da sehen wir also jetzt faktisch alles, was mit der Hydraulik im Zusammenhang zu bringen ist. Das ist erstens einmal das Getriebe. Das sind 8 Vorwärtsgänge, ein Rückwärtsgang. Hier seht ihr die Moog Valves. Kannst du nur mit meinem Finger hin, das habe ich jetzt verpasst. Danke. Die Moog Valves, die auch in Flugzeugen verwendet werden, die also die Hydraulik steuern. Dann setzt ihr hier die Kupplung. Das ist die Barker Pump, das ist eine Hydraulikpumpe, wird auch in Flugzeugen verwendet. Das heißt, was macht die? Die Barker Pump, die pumpt. Das ist einfach Hydraulik. Die Hydraulikflüssigkeit permanent mit entsprechend hohem Druck pumpt. Weil Hydraulikdruck ist sehr hoch. Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass du zum Beispiel einen Hydraulikdefekt hast, kann der eigentlich auch im weitesten Sinne elektrisch sein, wenn nämlich die elektrische Zufuhr für die Pumpen ausfällt. Wenn die Pumpe ausfällt, dann ist es. Die ist ja elektrisch betrieben, richtig? Ist elektrisch betrieben. Deshalb, gut, dass du die Frage stellst, ist es, die Presse will sofort, wenn ein Auto stehen bleibt, wissen, warum. Nicht, dass man etwas nicht sagen will, wir wissen es nicht. Du hast zwar die Aufzeichnung, aber nehmen wir her das Beispiel, Pierre Gasly in Bahrain, wie die Batterie gebrannt hat. Da war das Auto von einer Zehntelsekunde auf der nächsten komplett ohne Strom. Und dann hast du schon gesehen, dass es Flammen gibt. Aber woher kommen die Flammen? Und da musst du erst einmal alles untersuchen. Deshalb ist es wirklich schwierig, manchmal gleich zu sagen, warum das Auto stehen geblieben ist. Und ich weigere mich dann irgendetwas zu sagen, solange ich nicht weiß, was war der Grund. Weil wenn du einmal sagst, was war sie, Elektronik, Elektrikproblem, ja, und es war aber ein Hydraulikproblem, da ist die ganze Abteilung der Elektrik, die Elektriker sind total sauer, ja, weil sie ja für irgendetwas beschuldigt worden sind, weil die nehmen das dann auch persönlich, wo sie gar nichts dafür kommen. Deshalb, das ist ein heikles Thema. Ja. Da muss man aufpassen, dass man da Leute nicht in Misskredit bringt. Ja. So, das ist Differential, ist auch hydraulisch. Und das ist das DRS. Dann hier seht ihr das Brake-by-Wire-System. Das ist ganz wichtig. Ich habe euch ja vorher erklärt, dass durch die MTUK der Motor auch runtergebremst wird. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, der Motor wird runtergebremst, dadurch werden ja auch die Hinterräder runtergebremst. Ja? Und jetzt kann sein, dass die leicht blockieren und dass manche Fahrer, die können damit leben in der Bremsphase, andere nicht. Und mit dem Brake-by-Wire-System können sie das steuern, so wie der Fahrer das will. Und wir ändern hier die Einstellung fast von Kurve zu Kurve. Das macht dann jeder Fahrer selber. Das ist auch nicht bei jedem Fahrer identisch, sondern jeder hat ein bisschen einen anderen Fahrstil, jeder ist ein bisschen anders auf der Bremse und deshalb ist es wichtig, dass er dieses ganze Bremssystem für seine Ansprüche, für seinen Fahrstil optimal justiert.
Und Franz, die Lenkung. Darf ich da eine Frage stellen dazu? Ja. Wo wird das programmiert? Weil wir haben, manchmal wird ja gesprochen von der Elektronik und dann stellt man sich das so vor, als wäre das eine Platine, die das ganze Auto regiert. Aber da gibt es ja unterschiedliche, es gibt eine Motorsteuerung und da sitzen einfach verschiedene Platinen drin. So, das ist die Elektronikabteilung. Das ist die Elektronikabteilung und diese Elektronikabteilung, die arbeitet dann zum Beispiel mit Honda zusammen, ja, und auch mit Red Bull Technology, was die Hydraulik betrifft, damit es dann optimiert wird. Ja. Ihr merkt auch am YouTube-Zeitstrahl, der da unten durchläuft, dass wir uns langsam dem Ende unserer Tour nähern. Jetzt müssen die Autos nur noch zusammengebaut werden und in die LKWs verfrachtet werden. An dem Punkt sind die Ingenieure von AlphaTauri raus und die Mechaniker von AlphaTauri dran. Also hier werden die Autos dann vorbereitet, aufgebaut, ja, und von da geht es zum Lift drüber, runter und raus zur Strecke. Das hier ist die Fläche, die wir für das Pitstop-Training hernehmen. Wir haben also in den Wintermonaten, Januar, Februar, zweimal am Tag Pitstop-Training, in der Früh und am Abend. Und die Mechaniker gehen auch zwischendurch in den Fitnessraum, dann haben wir drüben in STA 2. Und wie gesagt, das ist sehr wichtig, gerade jetzt dieses Jahr mit den neuen Autos und mit den schweren Reifen, wegen der 18 Zoll Reifen, die sind ja wesentlich schwerer als das vorher der Fall war. Deshalb also wird hier das ist genau gleich hier mit den Kameras, mit allen genau gleich wie auf der Strecke. Ja. Und mit den Kameras kann man danach. So, mit den Kameras, die da drinnen sind, da, sechs, jede Ecke und der Kamera, wird es dann anschließend analysiert. Das ist also da, das ist dann der Lift. Und dann geht es runter. Ja. Ja, wir können einmal schnell runterfahren. Wir kommen vielleicht wieder. Die Frage von vorher. Wenn ihr jetzt für Imola die Autos, wann gehen die da raus, bei so einem Rennen, was quasi um die Ecke ist? Die sind gestern am Abend rausgegangen. Okay, und wir haben heute Mittwoch, ja. Das heißt Dienstag. Und wenn du jetzt verschiffst für, weiß ich nicht, Singapur oder irgendwo ein Rennen? Am Freitag, Donnerstag, Freitag. Okay, das ist der Luftfrachtteil und die Seefracht? Die Seefracht, die geht 2-3 Monate vorher raus. Also zum Beispiel, wenn das Rennen im März in Bahrain ist, da geht der Container die erste Januarwoche raus. Ja. Jetzt sind wir da herunten. Ja. Und der Weg nach außen wäre dann? Der Weg nach außen geht dann daher. Und da raus. Okay, ja. Und da direkt in den Truck. Genau. Was wäre Seefracht? Zum Beispiel? Seefracht. Ochsen-Equipment, zweite Garnitur. Seefracht ist alles, was für die Box hergenommen wird. Stellwände, dann Halter, Ständer, alles, was also sozusagen ein hohes Gewicht hat. Das kommt alles, das haben wir alles fünfmal und das kommt alles Seefracht. Das heißt von den Autos selbst nichts? Nein, von den Autos selbst nichts. Nein, Autos selbst nichts. Warum? Erstens einmal ist da die Weiterentwicklung ausschlaggebender Faktor. Wenn der Container im Januar weggeht und das Rennen ist Mitte März, da kommen zwischenzeitlich so viele neue Teile ran, ja, wegen der Weiterentwicklung, dass wir da nichts wegnehmen können. Ja. Dann da haben wir die HR-Abteilung. Das heißt, das sind die Herren Frauschaften, die wegen Gehaltserhöhung dann verhandeln? Ja, das ist oder der eher hier. HR-Direktor, genau. Ja. So, da haben wir die Finanzabteilung. The most important one. Ja, genau. Hat es den immer schon gegeben oder ist das eine. Ist das aufgestockt durch CAP? Nein, das hat es immer schon gegeben. Das heißt, der Herr, der da drin sitzt, hat nur jetzt mehr Arbeit? Ja, der hat viel Arbeit und was mir auffällt, der hat noch viel zu wenig graue Haare. Also, und noch zu viele. Da wollen wir noch ein bisschen strapazieren. Ja, und dann, da ist meine Wirkungsstätte. Siehst du, das kennen wir schon. Das passt jetzt optimal, jetzt gehen wir schön Mittagessen. Wir müssen ein Interview machen. Ein Interview, das machen wir, jetzt gehen wir Mittagessen. Interview, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet, was wollt ihr jetzt noch wissen?
Und dieses Interview, das die Pressesprecherin Fabiana Valenti an der Stelle noch von Franz Toast einfordert, das haben wir anschließend bei Franz Lieblingsitaliener in Faenza gemacht. Wir sind dort mit seinem Privat-Pkw hingefahren, haben uns dann ungefähr eine halbe Stunde hingesetzt und nicht nur darüber gesprochen, wie viel Olivenöl er in seinen Salat gießt, sondern vor allem auch, warum die Formel 1 heute vielleicht gar nicht so anstrengend ist, wie das manche immer behaupten, trotz bis zu 24 Rennen, die uns im Kalender 2023 erwarten. Wenn du das ganze Interview mit Franz Toast noch nicht gesehen hast, dann klick jetzt auf die Ecke in diesem Video, die wir dir mit dem roten Pfeil markieren, und schau dir das Video mit dem Interview mit Franz Toast an.